Bijna water is oké. Jetzt, mein Vater ist tot, ich werde das ganze Geld haben. Kannst du bitte Geld geben? Ich habe keine Haus und keine. Nein, ich kann haben. Du musst arbeiten. Ja, ich weiß, aber niemand will Arbeit geben, weil ich obdachlos bin. Jede Person denkt, ich werde nicht arbeiten. Tut mir leid, aber das ist nicht mein Problem. Jetzt bege ich dich, ich muss gehen. In den Planet Jelly ist sehr wichtig. Ich hoffe, du kannst deine Denkweise ändern. Warum hast du das gesagt? Weil jetzt unser Vater dort ist, wir haben das ganze Geld. Ja, und? Das ist nicht ein Grund für behandelte Leute so. Bist du dumm? Mit Geld können wir alles machen. Du liegst falsch. Ach. Kommt hier. Hallo, wie geht es dir? Ich gehe gut mit dir. Gut, danke. Otto, tut mir leid, aber der Sohn meines Chefs hat seinen Abschluss gemacht und er wird hier arbeiten. Deswegen muss ich dich feuern. Was? Spinnst du? Sprichst nicht zu mir. Ich bin dein Chef und du musst mich respektieren. Ja, ich weiß. Aber das ist eine Ungerechtigkeit. Und du weißt. Ich kann nicht etwas machen. Ich folge nur den Bestellungen meines Chefs. Ungläubig. Tut mir leid. Aber das Leben ist schwer. Du arbeitest sehr gut, aber mein Chef hat mir gesagt, dass ich muss du und ihre Schwester führen. Was? Du Scherz! Wir haben kein Geld, wir haben alles versagt. Tut mir leid, aber das ist deine Schuld. Bitte, du kannst nicht das machen. Das ist nicht meine Entscheidung. Weißt du was? Auf Wiedersehen. Laura, ich muss eine Dick sagen. Was passiert? Wir haben sie just verloren. Warum? Was hast du gemacht? Nils, warum der so? Das ist meine Schuld. Weil du so viele Dinge sagst. Unser Chef hat mir gesagt, das Geschäft hat kein Geld. Und dann, was wir machen? Ich werde alles verkaufen. Mein Gott, ich werde einen Job suchen. Mein Gott, hallo. Endlich eine Person hat in mir vertraut. Warum bist du für einen Job suchen? Weil
Ich habe das ganze Geld verbracht. Das Leben geht viajerum. Bitte, ich brauche den Job. Ich bin nicht eine schlechte Person. Ich werde deinen Job geben. Danke, du weißt nicht, wie wichtig ist das für mich. Ok, Miss Morgan, hier ist dein Uniform. Ich habe kein Geld. Ich brauche Arbeit. Mir ging das Geld aus. Sie sind gut eingestellt. Oh, Laura, was du wer sie sind? Ja, natürlich. Sie ist meine Schwester. Oh mein Gott, wirklich? Weil sie die neue Arbeiterin ist. Ja, ich habe kein Geld. Sie hat mir gebettelt. Danke schön, Hector. Ich kann nichts vergessen. Kein Problem. Danke, aber ich muss gehen. Bis morgen. Tschüss. Ich habe eine Idee. Ja. Was denkst du? Wir können mit dem Geld Dominos verkaufen. Was denkt ihr? Ja, gute Idee. Ja, Hector kann mit dem Inhaber sprechen und wir können Möglichkeit haben. Hector hat mit dem Inhaber aus Dominos gesprochen. Er braucht eine Woche, um ihn zu überzeugen, ihn in Dominos zu verkaufen. Mexiko hat 43,4 Millionen arme Menschen. Das sind die 43% der Bevölkerung. Das nächste Mal siehst du jemanden, das braucht Hilfe, hilf ihm oder ihr, weil wir nicht wissen, wann wir ein Ja natürlich brauchen werden.